Hallo liebe Leute und willkommen beim Landwirtschaftssimulator mit dem Hamsen und dem Beta. Und wie ihr seht, sind wir in die Beilentechnik erstmal eingestiegen. War schön in die Holland-Presse. Und jetzt haben wir es gar nicht gesehen, so schnell hat es aufgeladen. Ja, der Beta, dann press nochmal einen Ball. Schnell ein. Ist das Ding passen unten? Noch drauf hier. 8 kann ich insgesamt. Und es ist automatisch abladen. Also ich könnte die jetzt hier irgendwo an den Feldrand hinstellen. Und dort liegen lassen. Okay. Auf jeden Fall ist das Ding relativ schnell. Ach, beim Hochfahren wirst du sehen, dass er echt schon an seine Grenzen kommt, der Dolz. Okay. Dann sollte ich nur runterfahren. Muss der irgendwann wieder zurückkommen. Das stimmt leider. Was ich schade finde, dass man den Motor nicht ausschalten kann bei einem Fahrzeug. Fällt mir gerade so auf. Weil jetzt sitze ich hier und warte und der Motor läuft aber die ganze Zeit weiter. Ja, das. Ja, da wird es bestimmt bald Mods geben, hier dieses Manual Ignition. Das sollte ja eigentlich nicht so schwierig sein. Nee. So, wie voll ist er? 60. Was ist denn, wenn ich den hier auf der. Auf dem Stück ablege, rollt der Ballen dann runter? Der Ballen rollt dann runter, ja. Du brauchst, aber der Ballen kommt nicht automatisch raus, du kannst selbst entscheiden, wo der Ballen rauskommen soll. Also, okay. Ja. Warte, dann fahre ich immer ein paar Mal quer, bis er jetzt voll ist. Bei 95. So, jetzt ist er voll. Komm mal hier oben auf das gerade Stück. Fängt dann auch an zu piepen, wenn er bei 90% angekommen ist, ne? Ja. Ah, jetzt lädst du den da unten ab. So, hier ist unser erster wunderhübscher Ball. Ball brauche ich noch, dann ist der Anhänger voll. Die Presse ist schon ein bisschen eingesaut, wie man sieht. Ja, wieder. Ich finde es ja auch gut, dass sie das gemacht haben, auf jeden Fall. 3 Stück passen jetzt hier noch drauf. Und dann sind wir mal gespannt, was es dafür gibt. Ich bringe die dann auch gleich weg. Und dann müssen wir das. Ich hoffe, dass es vernünftig was dafür gibt, weil die Ballenpresse war jetzt schon sehr teuer, wenn ich das so. Ja, gut, aber wir brauchen sie ja dann für unsere Tiere und so sowieso. Ich hoffe, dass die Ballen genug einbringen, damit ich den Dings, damit ich ein Mähwerk kaufen kann. Ja, das Mähwerk war ja gar nicht so teuer, ne? Nee, das. Ich schau mal das einfache Mähwerk, weil dann kann ich nämlich das Mähwerk vorne ran machen und die Ballenpresse einfach mit der Ballenpresse hinten fahren und dann ja, kann ich halt automatisch gleich die Ballen pressen. Also das Mähwerk. Du kannst kein, bestimmt kein nasses Gras pressen. Oh, weiß ich nicht. Ich will es ja zur Silage verlieren lassen. Silage ist ja bestimmt feuchtes Gras. Ja, das schon, aber ich denke, dass man da eher Heu wahrscheinlich. Gut, müssen wir gucken. Wir 13.500 kostet das. Und was kostet der? Ich muss noch. Dem Dings, nach dem Wickelwagen. Der kostet nochmal 38.000. Um dann halt da draus wirklich Dings zu machen. Lage. Oh. Ah, scheiße, das war noch 10%. Dann. Gut, dann fahre ich mal hier die dünne Reihe. Ja, wenn nicht, fahre ich einfach hinter dir, dann kannst du ihn auch am Hang abladen, dann sammle ich den direkt ein. Ah, ich hoffe, dass wir da das noch voll kriegen. Aber du kannst ja jetzt mal vorfahren und dann siehst du, der Ballen dann. Ah, gut, okay. Wenn du ihn direkt ablegst, dann rollt er nicht direkt los. Eingetrunken? Ja, ich habe da ein bisschen nicht so ganz genau gefahren eben. Achso, hier und das Licht, ne Leute, das Licht. Beta fährt natürlich immer ohne Licht. Aber man, das ist schade, dein Licht sieht man jetzt auch nicht so cool wie mein Licht. Wieso? Das macht nicht solche Lichtkegel bei mir, wie das normale Licht bei mir es macht. Das sind nur so leuchtende Punkte quasi. Ne? Eigentlich auch ein bisschen schade, aber das muss natürlich relativ viel berechnen, besser, oder?
Aber an sich sieht das hier schon ganz schick aus. Kriegen wir da noch einen Ball mit hin? Ja. Gut, aber dann sollten wir keinen neuen anfangen, weil nämlich sonst haben wir die Reste da in der Presse drin. Und falls ich das Mähwerk kaufe, dann ja. Ja, hab ich da. Wir können auch auf diese restliche. Auf die restliche Scheiße dann einfach. Aber dann wissen wir, dass ein Weizenfeld hier oder ein Gerstefeld den kompletten Dings. Der rollt bestimmt hier den Berg runter. Ah, der rollt. Ja, warte. Halt ihn auf. Oder schnapp ihn gleich. Ja. Und. Schnappsack. Ja, so, dann kannst du die Ball aber mit zum Schuppen fahren. Ich brauch den Deutz eh unten, weil ich von unten das Dings mitnehmen muss. Das Gruberwerk. Zum Dings, zum Neubepflanzen. Warte mal, ich will mal das mir nochmal angucken auf deinem Wagen. Den Ballenwagen? Ja. Wenn du möchtest, kannst du den auch runterfahren und dann versuchen da reinzukippen. Nö. Ja. Oder wollen wir tauschen? Der Wagen sieht echt schick aus. So. Der Baum muss hier weg, Mann. Der Baum stört dich? Okay. Ja. Da hinten ist der Leuchtturm. Hast du den schon gesehen? Ja, ich war schon mal im Singleplayer da unten. Alter, krass. Aber nachts habe ich den noch nicht gesehen. Cool, ne? Er macht ja einen richtigen Effekt. Nee, das habe ich noch nicht gesehen. Komisch, der fährt bergauf und bergab genau 36 mit dem Ding hier. Oder der fährt sogar bergab, sage ich mal, nur noch 36, so wollte ich eigentlich sagen. So, dann gucken wir mal, ob wir das da reinbekommen. Ja, ich verteile hier schon wieder die Maschinen überall. Ich kann mir gerade irgendwie nicht vorstellen. In welcher Sichtung der das ablegt. Nach hinten. Er kippt nach hinten hoch und stellt sich dabei auf. Okay, ja gut, dann stehen die Dinger ja nur hier hoch vor der Tür quasi. Dann müssen wir die irgendwas reinbringen. Ja, ich glaube, die werden dann verkauft schon, wenn die das. Und wenn nicht, fahre ich mit dem Trecker gegen. Trecker gegenfahren. Hört sich nach dem Plan an. So, ich will auch nicht zu nah ran, weil wenn er sich hochstellt, dann wird er ja sicherlich auch da oben sonst gegenkommen. Ja. Ich bin froh, dass nur ein Einachser ist, der Anhänger. Auf jeden Fall, ja. So, ich versuch's mal hier, wa? Ich weiß ja, versuch mal reinzufahren. Ne, lass mal lieber. Dann würde ich sagen, noch ein Stück nach vorne, damit du an der Dachkante nicht bist. So, ja, jetzt kommst du. Mal gespannt. Sieht ja mal richtig cool aus. Alter, die Dinger sind jetzt riesig hoch gestapelt. So, an dieser Stelle vorwärts entladen. Oh. Ups, jetzt bin ich ausgestiegen. Und drückt. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich da rauskomme. Ja, tatsächlich. Okay. Aber schieb die jetzt mal mit dem Wagen und versuch die mal mit dem ist das hinten ein Stück zurück oder willst du frontal mit dem Trick? 4000 haben wir. Ich glaube, dass jetzt kommst du jetzt um die Dachkante. Versuche ich das mal hier mit dem Trecker. Ich hoffe, dass jetzt die Ballen nicht überall hinfliegen. Kannst du mit deinem Stück machen? Ja, ich mache mal zu. Ich fürchte nämlich, dass wenn ich unten gegenfahre, die Dinger einfach mir aufs Dach fallen. Ja, das wird garantiert passieren. Gucken wir uns das Spektakel mal an hier. Na gut, also richtige Rundballen Größe haben die nicht. Alter, die sind total fest aufeinander, wa? Ah, jetzt. Ja? Was ja, 300 pro Ballen. Ja, stimmt. Ist jetzt nicht so der Burner, würde ich sagen, ne? Aber es ist ein
Oh nee. Zu rot. Gut, wenn man es dazu rechnet, zu den anderen Sachen, aber oh 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 Gott, ich habe einen bösen Ruckler wieder. Ja, okay. Hab mich gerettet ins Fahrzeug. Nein! Ein Bein wird gelufen gehen. So, bleib's schön. So, wir brauchen schon. Hey, Alter, der fährt den Ballen hoch, Mann. Nicht senken. Wer braucht schon Frontlader? Frontlader ist was für Mädchen, Mann. Wir haben aber keine. Also, ich finde, also irgendwie hat man zu wenig Unterstellmöglichkeiten. Ich bin ja einer, der immer alles schön unterstellen will. Ich bin immer einer, der alles an den Feldern stehen lässt. Ja, da sind wir. Leicht gegensätzlich geartet. Aber auch dieses Problem sollte sich irgendwie beheben lassen. Ich würde sagen, dass. Den du einfach aufhörst, alles überall hin zu runterzustellen. Ja, ist klar. Den wir dir den Ordnungssinn beibringen und alles einfach immer schön hier in seine Stellchen zurücktun. Muss auf der Arbeit schon immer so viel Ordnung halten und alles steril und so ein Kram. Da brauche ich das nicht auch noch. So, Ruckler! Ruckler, ganz böse. Die Ruck, Ruck. Ah! Ja, da geht weiter. So, weiter geht's. Wir schätzen übrigens, dass der Server dann irgendwie nachspeichert oder sowas. So, aber gestern dann müssen wir wohl nochmal Holz machen, ne? Damit wir nochmal ein bisschen Geld kriegen. Ja, richtig. Apropos Holz machen. Ah, jetzt höre ich dich gerade fast gar nicht. Apropos Holz machen, sage ich. Ich wollte euch mal schön zeigen, was der Kran. Ich kann im Moment nicht aussteigen, ich kann im Moment nicht draußen rumlaufen. Zum Glück habe ich die Bäume hier schon so weit aufgeladen. Dann ist wahrscheinlich, wenn du raustappst, sagt er dir bestimmt, dass die Engine abgeschmiert ist. Ja, warte mal. War ja bei mir genauso. Warte mal. Brauche ich nicht mehr. Wo soll er mir das denn sagen? Er hatte mir so ein Fenster wie Programm funktioniert nicht mehr gegeben. Nee, hat er nicht bei mir. Okay. Komisch. So, das ist natürlich die Beleuchtung des Treckers, aber was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist die Beleuchtung des Krans. Ah, guckt euch das hier mal an, ey. Müssen wir aufpassen, dass kein Flugzeug versucht, auf uns zu landen. Ha, sehr gut. Der macht erstmal hier die ganze Umgebung hell. Also da kann man auch sehr gut mit nachts arbeiten. Oh, ups, jetzt habe ich mich ein bisschen in der Richtung vertan. Up. Rein wieder. Spitzen lassen wir wahrscheinlich immer ein bisschen lang, aber. Ja, aber das Gewicht, solange du sie ja so rum rauflegst, dass das Gewicht das dicke Ende zum Trecker hin zeigt, ne? Ja, ich denke auch, das sollte nicht so viel ausmachen. Jetzt mal so nachdenken. So. Passt. Boah, komm den Berg hoch! Mit dem Saatgruber ist es echt schwierig, auch den Berg hochzukommen. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir wieder in den Trecker kommen. Aber jetzt Licht bitte. Okay. Da liegt noch eine Spitze vom zweiten Baum. Kann man auch mitnehmen. Hat rumgeschoben. Aber weißt du, ich würde beinahe trotzdem versuchen, dass wir eventuell den Häcksler holen und gucken, ob wir den mit dem Deutz fahren können. Holzhäcksler oder was? Ja. Meinst du nicht, dass wir erstmal in Richtung Mähwerk uns irgendwie aufmachen wollten? Ach ja gut, Mähwerk kostet 13.000, also bringst du zwei Bäume weg, also zwei Stücke und dann haben wir das, ne? Ja, das sollte nämlich echt schnell gehen und dann. Hätte ich aber am liebsten auch einen Ladewagen dazu, damit wir anfangen können, Silage zu machen. Ja gut, wenn wir das Mähwerk haben. Ah, dann brauche ich noch den Folienwagen da. Weil damit könnte ich ja dann Silage einfach bei uns da produzieren. Wir brauchen früher oder später einen Frontlader, ne? Ja,
Das stimmt, aber den würde ich lieber an einem vernünftigen Trecker haben. Es gibt ja nur zwei Trecker, die Frontlader haben können. Ja, das sind wirklich nur die beiden New Holland. Nee, das eine ist. Oder sind das zwei New Holland? Ja, zwei New Holland können auf jeden Fall einen Frontlader Ja, haben. einmal der ganz, ganz kleine. Genau, der ganz kleine und der mittlere. Ja, blöd, aber müssen wir uns Eigentlich. überlegen, ob uns für unsere Zwecke der kleine reicht. Ah, ne, ich teilen glaube ich nicht. Ich würde lieber den mittleren wenigstens haben. Ah. Bei 75 PS, das ist ja. Der kleine oder was? Ja, im Polo fahren. Ne? Na gut. Gut, also ich hätte hier theoretisch gesehen, hätte ich noch Platz auf dem Wagen. Aber andererseits können wir es auch erstmal wegbringen fahren. Oh, ich habe die Stützen. Die Stützen hatte ich gar nicht ausgefahren, sehr gut. Ja, Leute, das seht ihr vielleicht jetzt hier relativ oft, aber Forstwirtschaft nimmt bei uns hier halt einen großen Stellenwert ein. Einfach als Geld bringt. Genau, jetzt einfach im Moment die beste Art und Weise für uns ist, Geld zu verdienen. Natürlich könnten wir uns auch erstmal, wir könnten uns, oh wei, oh wei. Wir könnten uns natürlich auch erstmal einfach einen größeren Kipper holen, alleine nur um die Abfahrtouren sozusagen zu machen, also Touren zu den entsprechenden Abladestellen. Das wäre natürlich auch noch eine Option. Ja gut, aber ja gut, dafür geht das ja, weil wir hatten ja das Problem, dass die großen Kipper nicht unter links passen. Unter den Drescher. Genau. Oder wir kaufen uns halt gleich einen größeren Drescher. Ja, das würde ich auch auf jeden Fall als nächstes empfehlen, aber ist halt die Frage, ob sich das schon lohnt. Scheiße, ich ruckel immer noch so durch die Gegend. Eventuell muss ich auch gleich mal reloggen. Ja, oder halt einen Gruber holen, damit wir haben ja gestern unseren Gruber verkauft. Heute wollten wir dann anfangen, Mais anzubauen und haben gesehen, da könnte man ja mal einen Gruber gebrauchen, weil nämlich diese Saatmaschine, die ich hier hinter mir herziehe, die grubert und sät, die ist nicht dafür ausgelegt, um Mais zu säen. Wow, da kommt das Geld rein. Das Mähwerk ist damit schon bezahlt. Ja, das war aber auch schon der ganze Kram, der oben drauf lag quasi. Also ich habe diesmal ja nur zwei aufladen können. Und ich habe das Gefühl, dass die nicht ganz so viel bringen werden. Diesmal. Mal gucken. Hier hochkriege, ja. Oh, die lassen wir mal lieber jetzt schon mal los. Der Vorteil natürlich ist, wenn wir uns einen Frontladertrecker holen, ist, oh, geht doch, ist, dass ich dir bei der Forstwirtschaft helfen kann, indem ich Dämme und so zu einem eingerichteten Ladeplatz bringen kann. Ja, die könnte man dann schon mal irgendwo vorab legen. Oder schön in Reihe legen, dass man es schön einfach hat, die aufzusammeln. Und ich denke mal, das geht mit dem Trecker auch einfacher, als jetzt immer das Ding hier durch die Gegend zu fahren. Mit Sicherheit. Jetzt kommt der Außerdem ganz kommst du ja dicke. mit, kannst du das Ding ja nicht mitten in den Wald reinziehen. Mit dem Trecker kommst du da ja wesentlich besser noch ran, ne? 9000 gebracht. Ja, auf jeden Fall, ja. Hast du jetzt schon deine ganze Ladung abgeladen? Das war die Ladung, ja. Geht aber, ne? 38.000. Ja, war auf jeden Fall schon wieder Also. in Ordnung. So, jetzt ist das Geruckel auch weg, das finde ich gut. Finde Aber ich ich jetzt müsste einfach eine Ausbeute. die Bäume weg. Und dieser Trigger, der sieht aus, ey. Ey, jedes Mal irgendwie. Ich habe schon offscreen gesagt, dass ich anfange, alle 80 bis 100 Meter Kärcher an den Straßen anzustellen, damit er auf jeden Fall immer einen sauberen Trecker hat. Oder ich fahre mit einem Kärcher neben ihm her, um ihm die ganze Zeit den Trecker sauber zu machen. Das wäre eine Möglichkeit, aber wie gesagt, wir haben glaube ich schon mal gesagt, dass die ganz saubere Textur sieht jetzt auch nicht so super toll aus. Nee, weil die so irgendwie dann Hochglanz haben. Ja, hier sind Pilze im Wald. Oh, nimm mal ein paar.
Mal, ob ich die essen kann. Ja, guckt euch an, Leute. Gehen doch noch. Kann ich damit. Vielleicht steht da, Hamsen was died. So, weil da irgendwelche Pilze gegessen hast. Hat leider psychedelische Probleme bekommen. Ja. Was wir natürlich auch machen könnten, ist eventuell einen zweiten Forst-Ladewagen holen und dann zu zweit an zwei verschiedenen Stellen das Ganze machen, was ich. Aber ich glaube nicht, dass das so sinnvoll ist. Weil wir müssen, einer von uns beiden muss ja auch die Tanks von unserem Speicher füllen, ne? Ich kann einen Baum hochklettern. Ernsthaft? Ja! Komm mal, komm mal, komm mal! Warte. Komm mal zu dem Salz. Hier, guck mal, wo ich bin, hier oben. Ja, wo? Hier oben, am Baum häng ich, in dem ungesägten. Ungesägten nicht Baum? Nee, nicht ungesägt. Ich sehe dich gar nicht mehr. Bist du irgendwo da? Unten? Ja. Ich sehe dich nicht. Scheiße, wahrscheinlich mag er das nicht. Okay, ich spring mal wieder runter vom Baum. Ich wollte den Baum eigentlich umstoßen, weil ich habe mal umgesägt, aber irgendwie ist er unglücklich gegen seinen. Ach, ich sehe dich aber auch jetzt gar nicht, ne? Ja, gerade. Eben, ich sehe dich nämlich auch gerade nicht. Das ist, ich habe dich kurz gesehen. Setz dich mal in den Deutsch. Warte, ich gehe mal kurz rein. Da bist du wieder. Musst den übrigens mit dem Dings umfahren. Jetzt bist du hier weg. Ich bin ausgestiegen wieder. Jetzt bist du wieder da. Ich sehe dich aber trotzdem nicht. Ah, ja, jetzt habe ich mich gerade weggeportet. Okay, müssen wir auf den Kran hinten drauf gehen oder ich so. Ich glaube, dass du gleich mal vielleicht dein Spiel neu starten solltest. Ja, unsere Zeit ist sowieso um. Also wie ihr seht, sind wir immer dicke mit Forstwirtschaft beschäftigt. Ja. So sieht das Arbeitsgerät hier aus, wenn es benutzt wurde. Ganz normal hier oben bei uns im hohen Norden. Außer die Scheiben, die sind immer relativ schön sauber hier. Ja, wir werden hier weiter ackern. Vielleicht gucken wir auch mal, ob wir mal etwas von unseren Beständen verkaufen könnten. Was ist denn? Ja, falsche Taste. Wir sollten vielleicht ihn drücken hier. Ja, wir haben schon wieder 32.000 Raps. Das dürfte auch schon wieder gut Kohle bringen. Weizen ist gerade gefallen im Preis. Gerste haben wir auch 24.000. Ja. Warte ja immer noch auf die Angebote oder besondere Nachfrage, ne? Das bringt dann richtig viel Geld. Ja, wäre cool auf jeden Fall. Im Multiplayer noch nicht passiert, im Singleplayer mehrfach bei mir schon. Ja, das eine Feld ist schon kurz vor der fertigen Phase, zumindest in drei Vierteln davon. Okay. Aber das ist dieses Feld, was wir halt in den falschen Modus gesät haben. Ja, wie das gut läuft. Ja, Leute, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn Hamsen und Peter sich hier landwirtschaftlich betätigen oder auch forstwirtschaftlich. Bis dahin sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis denn, reingehauen.